Herzlich willkommen. Heute möchte ich mal das Thema Fluorid etwas näher beleuchten. Zum einen, weil viele Patienten tatsächlich inzwischen nachfragen, ob das wirklich gut ist oder vielleicht schädlich sein könnte. Zum anderen, weil es auch gerade eine Werbung gibt im Fernsehen, die so ein bisschen das Fluorid als giftig erscheinen lässt, um Werbung dann für eine Zahnpasta zu machen, die fluoridfrei ist. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass eine ganze Menge Verunsicherung entsteht und viele Menschen anfangen, darüber nachzudenken, ob sie das Fluorid wirklich weiter benutzen sollten oder vielleicht weglassen sollten. Und damit Sie eine vernünftige Entscheidung treffen können, möchte ich Ihnen einfach mal drei Entscheidungskriterien heute liefern, anhand derer Sie für sich selbst entscheiden können, ob Sie das Fluorid weiter benutzen oder nicht. Ich möchte dabei weder das Fluorid uneingeschränkt befürworten, noch möchte ich es irgendwie verteufeln. Es geht wirklich darum, herauszufinden, ob das für Sie überhaupt lohnenswert ist, Fluorid zu nehmen, welche Argumente dafür sprechen, welche dagegen sprechen. Und ich hoffe, dass Sie am Ende einen Schritt weiter sind, um sich dann eine Meinung bilden zu können und dann für sich das Beste daraus zu machen. Okay, zum Thema Fluorid wird eine ganze Menge Blödsinn natürlich erzählt. Es gibt ein paar Fakten, die sollte man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Der erste Fakt ist, dass Fluorid Karies reduziert, und zwar um 30-35%, je nach Studie, manchmal auch 40%. Also es verringert Karies. Das ist eindeutig bewiesen. Wer das in Zweifel zieht, der hat die ganze Wissenschaft eigentlich gegen sich. So, und wenn jetzt jemand sagt, naja, man sollte das Fluorid einfach deswegen nicht benutzen, weil es seinen Job nicht macht, weil es ja trotz Fluorid noch Karies gibt, dann müsste man auch sämtliche Medikamente dieser Welt absetzen. Natürlich gibt es trotz Fluorid noch Karies, weil im statistischen Durchschnitt wird es verringert. Das heißt, es wird Menschen geben, die trotz Fluorid Karies bekommen, und es wird Menschen geben, die, weil sie Fluorid benutzen, keine Karies bekommen. So, und jetzt deswegen grundsätzlich das Fluorid nicht zu empfehlen, weil es nicht 100% wirksam ist, ist natürlich Quatsch. So, und jetzt ist natürlich so, dass Zahnärzte, das muss man vielleicht auch wissen, eigentlich relativ uneingeschränkt Fluorid empfehlen. Warum, ist klar, nicht weil sie es einfach Uni gelernt haben und einfach das nicht reflektieren, nicht drüber nachdenken, so weitergeben, sondern was natürlich Leitlinien gibt. Und diese Leitlinien, an die sind wir auch gebunden. Und wir können jetzt nicht den Patienten empfehlen, sie sollen jetzt einfach kein Fluorid mehr benutzen, weil wir uns dann natürlich auf sehr dünnem Eis bewegen. Ja, Sie müssen sich vorstellen, wir empfehlen jetzt vielleicht jemand, lass uns Fluorid weg, weil wir selber der Meinung sind, dass es irgendwie schädlich sein könnte. Und dieser Patient bekommt jetzt im Laufe der Zeit massiv Karies, weil seine ganze Ernährung und seine Putztechnik vielleicht nicht optimal sind. Und am Ende tragen wir dann einen Großteil der Schuld, dass dieser Patient so viel Karies bekommen hat. Und er kann uns natürlich letztendlich dann auch zur Rechenschaft ziehen und sagen, die haben mir das empfohlen. Ja, das heißt, ein Zahnarzt wird natürlich, genauso wie jeder Arzt in der Klinik an seine Leitlinie gebunden ist, auch zunächst mal das empfehlen, was unsere Fachgesellschaften und die Leitlinien letztendlich fordern. So, trotzdem kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob er das Fluorid jetzt benutzt oder nicht. Und da muss man einfach mal drüber nachdenken, was es da für Kriterien gibt. Fangen wir mit dem ersten Mal an. Die Frage ist zunächst mal, ob Sie das Fluorid überhaupt brauchen oder nicht. So, da muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass eigentlich der Mensch kein Fluorid braucht. Ja, wenn sich die Studien vom Dr. Weston Price angucken, der vor etwa 100 Jahren im Prinzip die ganze Welt nach Naturvölkern abgesucht und diese erforscht hat, der hat relativ einfach rausbekommen, dass wenn keine westliche Ernährung vorhanden ist, wenn es also keine Milchprodukte gibt, keine Getreideprodukte gibt, dann sind die Menschen hochgesund und sie haben auch keine Karies, sie haben auch keine Parodontose, sie haben nicht mal irgendwelche Zahnengstände. Das gibt es alles nicht. Das heißt, wenn wir uns vernünftig verhalten würden, so wie unsere Gene uns das eigentlich vorgeben, dann bräuchten wir ja auch Karies nicht befürchten. Mit anderen Worten, wir bräuchten auch kein Fluorid. So, und jetzt haben die Kohlenhydrate, ich sage mal, einen sehr großen Anteil an unserer Ernährung bekommen. Und diese Kohlenhydrate sind einfach mal ungünstig, weil dadurch in der Mundhöhle von Bakterien aus diesen Kohlenhydraten, die natürlich zu Zucker abgebaut waren in der Mundhöhle, Säure entsteht. So, diese Säure, die zerfrisst einfach die Zähne und es entsteht Karies. Das heißt, ein erster Schritt, das Kariesrisiko zu vermeiden, wäre natürlich mal die Anzahl der Kohlenhydratmahlzeiten zu reduzieren oder vielleicht Kohlenhydrate komplett wegzulassen. Ja, das ist also der erste Ansatz bei der Kariesbekämpfung, ist die Ernährungslenkung. Das ist halt sehr schwierig. Wie wollen Sie das kontrollieren, dass die Menschen keinen Zucker mehr essen, keine Kohlenhydrate essen? Es geht ja morgens schon mit dem guten Brot los. Da sind genug Kohlenhydrate drin und gerade im Vollkornbrot, das klebt dann so schön an den Zähnen. Also man wird es höchstwahrscheinlich nicht schaffen, den Menschen abzugewöhnen, Brot und Nudeln und Kartoffeln und Reis zu essen. So, solange das so ist, wird also immer ein gewisses Kariesrisiko da sein. So, wenn Sie jetzt aber sagen, hey, ich ernähre mich vernünftig, also mache eine Paleo-Diät, ich esse halt nur Gemüse
Nüsse, Eier, Fleisch, Fisch, dann haben sie praktisch keine Kohlenhydrate in der Aromatöle. Mit anderen Worten, sie bräuchten eigentlich auch kein Fluorid. Also das wäre die erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, sie haben eine exzellente Putztechnik. Ja, also Karies kann ja nur dort entstehen, wo Zahnbelege sind, wo Bakterien sind, die aus den Kohlenhydraten Säure machen. Und wenn diese Zahnbelege einfach nicht da sind, weil sie einfach eine perfekte Putztechnik haben, dann können sie auch so viel Kohlenhydrate essen, wie sie wollen. Sie werden keine Karies bekommen. So, wenn sie also eins von diesen beiden oder vielleicht sogar beide Kriterien erfüllen, also wenig Kohlenhydrate essen oder gar keine und auch noch eine perfekte Putztechnik haben, dann wird ihr Kariesrisiko dramatisch gering sein. So, und da stellt sich natürlich die Frage, warum sollten sie jetzt Fluorid zu sich nehmen? Macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Das heißt, es gibt eine Gruppe von Menschen, die auch ohne Fluorid niemals Karies bekommen würden. Und diese Gruppe von Menschen braucht selbstverständlich kein Fluorid nehmen. Die Schwierigkeit ist nur zu wissen, ob sie zu dieser Gruppe Menschen gehören, die eben ohne Fluorid keine Karies bekommen würden. Das wissen sie im Prinzip, können sie das nur rauskriegen, indem sie ausprobieren. Und wenn sie ihr Leben lang auf Fluorid verzichten und nie eine Karies haben, dann wissen sie, dass sie Fluorid auch nicht gebraucht hätten. So, jetzt gibt es natürlich noch eine andere Gruppe. Das sind die, die trotz Fluorid Karies bekommen. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, die brauchen es eigentlich auch nicht nehmen, weil wenn sie trotz des Fluorids Karies bekommen, können sie es genauso gut auch weglassen. Würde ich jetzt nicht ganz unterschreiben, weil möglicherweise ohne Fluorid die Karies viel, viel schneller wachsen würde und die Zähne viel schneller und stärker zerstören würde als mit Fluorid. Okay, zweites Entscheidungskriterium. Das stammt im Prinzip von Paracelsus, das hat er im 16. Jahrhundert schon formuliert. Die Dosis macht das Gift. So, und das gilt für jeden Nahrungsbestandteil, den Sie zu sich nehmen. In der richtigen Dosis ist es für Sie perfekt gesund. In der verkehrten Dosis ist es ein Gift. Das gilt für Wasser. Ja, machen Sie sich nochmal deutlich, 1 bis 2 Liter Wasser am Tag und Sie sind, also das ist gesund für Sie. Verzehnfachen Sie die Menge, 10 bis 20 Liter Wasser und Sie sind nicht mehr am Leben. Bei Zucker genau das Gleiche. Wenn Sie das schaffen, sich auf 70 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu beschränken, werden Sie hochgesund sein, nehmen Sie das Zehnfache zu sich, 700 Gramm, dann müssen Sie schon verdammt viel Sport machen, damit Ihre Blutgefäße nicht irgendwann zukleben und Sie einen Herzinfarkt bekommen. Also das bringt Sie auch um auf Dauer. Bei Schmerztabletten können Sie es auch nehmen. Wenn Sie Schmerztabletten, zum Beispiel Paracetamol, überdosieren, bei 1 Gramm, das sind quasi 2 Tabletten, verschwinden Ihre Kopfschmerzen, nehmen Sie die zehnfache Menge, dann haben Sie schon die potenziell tödliche Dosis überschritten. Mit anderen Worten, Ihre Leber könnte versagen. Ja, und das bei gerade mal einem Faktor 10 Unterschied zwischen der erwünschten, tritt die erwünschte Wirkung ein oder eine unerwünschte Nebenwirkung, im schlimmsten Fall quasi eine tödliche Nebenwirkung, sodass man sich schon sehr bewusst sein muss, wie dicht Licht und Schatten da auseinanderliegen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ab welchen Dosierungen ist Fluorid schädlich? So, und das kann man ja relativ einfach ausrechnen. Es gibt also eine potenziell giftige Dosis, die liegt bei Menschen etwa bei 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das bedeutet, bei 70 Kilo Gewicht sind das 350 Milligramm. Und jetzt ist die Frage, was nehmen Sie jetzt tatsächlich zu sich? Wenn man davon ausgehen, dass Sie also die Zahnpasta, die Sie benutzen, ja nicht runterschlucken, sondern nur in der Mundhöhle haben und wieder ausspucken, dann ist ja das, was in der Zahnpasta ist, noch nicht mal das, was tatsächlich in Ihren Organismus reingelangt. So, und was Sie nicht machen sollten tatsächlich, ist eine systemische Fluoridierung. Man hat früher gedacht, dass wenn man Fluorid in Form von Fluoridtabletten, Fluorid im Speisesalz oder so und so weiter zu sich nimmt, dass das dann in den Zahnschmelz eingebaut wird und Karies verhindert. Da weiß man heute, dass das Quatsch ist, dass Fluorid, das wirkt wirklich am besten in der Mundhöhle selber, da wo die Zahnbelege sind. Dort verändert es nämlich den Bakterienstoffwechsel und verhindert einfach die Säureproduktion oder vermindert die Säureproduktion. Deswegen sollte das Fluorid eigentlich nur quasi in Ihre Mundhöhle gelangen, aber nicht runtergeschluckt werden. So, und wenn wir jetzt mal schauen, was in einer erbsgroßen Menge Zahnpasta an Fluorid drin ist, das ist gar nicht so viel, das sind 0,1 bis 0,2 Milligramm. So, und wenn Sie jetzt bedenken, dass die potenziell giftige Dosis 350 Milligramm sind, dann sind wir mit 0,1 bis 0,2 Milligramm um den Faktor, ja, 2000 bis 3000 davon entfernt. Ja, also eine wirklich wahnsinnig große Sicherheitsspanne. Und wenn Sie jetzt noch bedenken, dass Sie die ganze Menge Fluorid, die Sie im Mund haben, ja nicht runterschlucken, sondern ausspucken, vielleicht im schlimmsten Fall ein Zehntel der Menge wirklich in Ihren Kreislauf gelangt, dann sind Sie um den Faktor
1 zu oder 20.000 bis 30.000 entfernt von der potenziell giftigen Dosis. Das ist immer noch keine tödliche Dosis, nur eine giftige Dosis. So, und 20.000 von der giftigen Dose entfernt zu sein, ist schon ein relativ großer Sicherheitsabstand. Ob Ihnen das jetzt reicht oder nicht, müssen Sie selbst entscheiden. Aber wie gesagt, denken Sie nochmal dran, Schmerztabletten, 30 Gramm Aspirin, sind Sie tot. 1 Gramm Aspirin ist die normale Dosis, die Sie nehmen. Da sind Sie also nur den Faktor 30 entfernt. Und 20 bis 30.000 ist ja quasi ein tausendfach höherer Sicherheitsabstand als bei vielen anderen Nährstoffen oder Stoffen, die Sie sonst zu sich nehmen. Jetzt gibt es also noch ein drittes Entscheidungskriterium. Und da bin ich jetzt bei meiner Recherche auf mehrere Studien gestoßen, die wirklich die Wirkung des Fluorids auf Zellen oder auf Entzündungsreaktionen oder auf den ganzen Körper untersucht haben. Und eine Studie möchte ich Ihnen mal zitieren, die ich wirklich ganz besonders spannend fand. Und zwar hat man an Schweizer Albino-Mäusen also Versuche gemacht. Und Mäuse reagieren eben auf Giftstoffe oder auf ihre Ernährung relativ stark mit ihrer Fellqualität. Deswegen hat man die Fellqualität untersucht. Und man hat das Blut untersucht, also einfach nachgeschaut, wie viele weiße, rote Blutkörperchen sind da drin. Sind die in Ordnung? Sind die irgendwie krankhaft verändert? Und hat jetzt im Prinzip Folgendes gemacht. Man hat also zwei Gruppen genommen und hat die Mäuse einmal ganz normal ernährt, also mit westlicher Ernährung, und einmal mit einer sehr antioxidantienreicher Ernährung ernährt. Das war im Prinzip Tomatenpüree, da sind halt noch so Stoffe drin, wie Lycopin zum Beispiel, was also ein starkes Antioxidant ist. Und jetzt hat man einfach verglichen, wie die Mäuse sich entwickeln. So, und dann hat man einem Teil der Mäuse eine sehr hohe Dose Fluorid gegeben, und zwar in Höhe von 190 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, ich hatte eben gesagt, 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ist die potenziell giftige Dosis. Die haben den Mäusen 190 Milligramm gegeben, also eine 40-fach noch höhere Dosis als das, was für den Menschen quasi potenziell giftig ist. Und jetzt haben wir einfach geguckt, was passiert jetzt mit den Mäusen. So, und tatsächlich war es natürlich so, dass die Fellqualität sich verschlechtert hat, der Glanz ging weg, die hatten weniger Haare, die hatten weniger rote und weiße Blutkörperchen, die hatten auch pathologisch, also krankhaft veränderte rote Blutkörperchen, also die waren insgesamt weniger gesund. So, und jetzt hat man die Gruppen alle miteinander verglichen, hat aber festgestellt, und das fand ich wirklich sehr spannend, dass die Mäuse, die halt eine vitaminreiche und antioxidantienreiche Ernährung hatten, viel besseres Fell hatten und gesünderes Blut hatten als die Mäuse, die halt eine westliche Ernährung hatten. Ja, das heißt, trotz einer wirklich extrem hohen Fluoridzufuhr, die sich kein Mensch jemals zumuten würde, ging es den Mäusen mit dieser vitaminreichen Ernährung nicht schlechter als den Mäusen, die kein Fluorid bekamen, aber eine westliche Standardernährung bekamen. Das heißt, wenn Sie sich über Ihre Gesundheit Gedanken machen, da sollte man vielleicht erstmal anfangen, über die Ernährung nachzudenken. So, das hat für mich im Prinzip eine relativ klare Bedeutung. Das heißt, wenn ich mich vernünftig ernähre, genug Vitamine, Antioxidantien zu mir nehme, dann muss ich mir um Giftstoffe eigentlich keine Sorgen machen, weil meine körperliche Abwehr diese Gifte neutralisiert. So, und da das Fluorid von der Dosis her niemals in diesen Bereich kommen wird, wo das überhaupt einen Schaden verursachen könnte, muss ich mir eigentlich auch keine Sorgen darüber machen. Okay, also unterm Strich, ich für mich habe entschieden, ich benutze weiter fluoridhaltige Zahnpasta. Ich würde mich einfach tot ärgern, wenn ich irgendwann Karies bekäme, wegen einer vagen Unsicherheit, ob das Fluorid vielleicht in der Dosierung giftig sein könnte. Wenn es wirklich so giftig wäre, bin ich ziemlich sicher, würde man das eigentlich wissen heute. Ich habe als Kind auch Fluorid-Tabletten bekommen, habe das Zeug also wirklich auch geschluckt. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das geschadet hat bis heute. Keine Ahnung, wie es mir gehen würde, wenn ich das nicht bekommen hätte. Also ich glaube nicht daran, dass Fluorid so giftig ist, wie es in manchen Zusammenhängen dargestellt wird. Ich denke, der Nutzen von Fluorid, gerade bei Menschen, die ein hohes KS-Risiko haben, ist sehr groß. Ist natürlich eins klar, je höher ihr KS-Risiko ist, umso hilfreicher wird das Fluorid für sie sein. Wenn sie sowieso kein KS-Risiko haben, brauchen sie streng genommen kein Fluorid. Dann können sie sich halt überlegen, ob sie es halt trotzdem einfach benutzen, um eben die letzte Unsicherheit auch zu beseitigen. Und ich werde auch meinen Patienten weiterhin empfehlen, das Fluorid zu benutzen. Ich möchte vielleicht mal kurz auf diese Zahnpasta eingehen, die gerade beworben wird. Ich möchte jetzt den Namen einfach nicht nennen, aber die sagen halt, das soll auch gegen Karies wirken. Die Frage ist halt, wie soll das funktionieren? Die haben zwei Stoffe da drin,
die das halt bewirken sollen. Das eine ist Hydroxylapatit, ja, die benennen das als, ja, ich sag mal, künstlichen Zahnschmelz oder gemahlenen Zahnschmelz, wie auch immer. Nur die Vorstellung, dass das jetzt irgendwie ihre Zähne aufbauen würde oder vor Karies schützen würde, ist Unsinn, das funktioniert nicht. Und der zweite Stoff, der helfen soll, ist das Xylit. Das macht jetzt die Zahnpasta natürlich süß und hat auch eine karieshemmende Wirkung tatsächlich. Die ist aber nicht so gut wie die von Fluorid. Ja, also das müssen Sie halt wissen. Die Zahnpasta wird ausdrücklich beworben gegen Karies. Die Bestandteile, die drin sind in dieser Zahnpasta, wirken aber bewiesenermaßen schlechter als Fluorid gegen Karies. Ja, das heißt, sie werden sich auf jeden Fall verschlechtern, was ihr Kariesrisiko angeht, wenn sie jetzt diese neue Zahnpasta benutzen, denn das Xylit hat noch in keiner Studie beweisen können, dass es Karies so gut verhindern könnte wie Fluorid und das Hydroxylapatit sowieso nicht. Wenn Sie bisher fluoridhaltige Zahnpasta benutzt haben, benutzen Sie einfach weiter. Das ist mein Rat an Sie. Aber wie gesagt, wenn Sie es nicht benutzen wollen, finde ich das auch völlig in Ordnung. Dann müssen Sie halt nur im Klaren sein, was Sie tun. So, ich hoffe, dass Ihnen dieses Video geholfen hat, Ihre Entscheidung zu treffen und für sich das Richtige rauszufinden. Wenn das Video Ihnen gefallen hat, geben Sie Ihnen gerne einen Daumen hoch, abonnieren Sie meinen Kanal für die nächsten Videos und teilen Sie es auch gerne. Wenn Sie möchten, können Sie auch meiner Facebook-Gruppe beitreten. Und ich wünsche alles Gute, freue mich aufs nächste Video und wünsche immer gute Zähne. Tschüss.